Ich zeige euch, wie ihr durch den neuen Diamond Mine Buff über 2 Trillion Gems am Tag farmen könnt. Denn, Leute, es kam ein neues Pet Simulator X Update raus. Nämlich kam in dem Update einmal hier neue Quests raus, wie ihr hier sehen könnt. Die Quests kann man sich erstmal bei dem Shop Sachen wie das Quest Deck kaufen. Ein neues Hoverboard, eine neue Boost, obwohl die Boosts eigentlich voll die Geldverschwendung sind. Dann kann man sich nochmal einen extra Pets dort holen, mehr Inventarplätze und Gems. Aber um zu zeigen, wie man sehr viele Gems bekommt, brauche ich euch nicht mal die Quests zeigen. Denn die Quests sind nicht mal die Methode, wie man richtig viele Gems farmen kann, weil die Quests viel zu schwer sind zu schaffen. Denn, Leute, die erste Quest bringt euch erstmal, wenn ihr die schafft, 40 Questpunkte. Die zweite bringt euch 100 und die dritte, glaube ich, 150. Und ihr seht, die dritte ist sehr schwer. Mach einfach 500 Kisten in der Town-Region kaputt. Und 500 sind ein bisschen. 500 Kisten sind wirklich ein bisschen. Das nur für 150 Questpunkte lohnt sich nicht wirklich. Deswegen, das ist nicht die Methode, mit der man wirklich gut Gems farmen kann, sondern die krasse Methode ist, dass ich die Diamantenmine, die letzte Woche eigentlich noch so, war nicht wirklich gut, aber konnte man überleben. Man konnte theoretisch durch 5 Tage am Stück farmen, 10 Milliarden Gems wieder erfarmen, durch die man dann aber erstmal auch sich wieder eine Huchera kaufen konnte. Deswegen, so viel hat sie nicht gebracht, aber es war besser als nichts. Und diese Mine wurde richtig fett genervt und es gab auch mehr Methoden raus, um erstmal mehr Gems zu verdienen. Die erste Sache, die dazu kam, ist erstmal dieser Diamonds Event Boost. Bedeutet, man kriegt jetzt doppelt so viele Gems für wahrscheinlich eine Woche oder vielleicht sogar 2 Wochen. Das ist schon ziemlich gut, weil die doppelt so vielen Gems, die machen sich echt fett bemerkbar. Das werdet ihr alles nochmal sehen. Eine Sache, die aber außerdem in der Mine geändert wurde, sind erstmal die Kisten, die sind nicht mehr hier, sondern die sind jetzt mittlerweile in einem extra Raum hier. Ich glaube, diese braucht 5 Minuten, um zu spawnen. Und dann gibt es in dem anderen Raum, in der Mystic Cave Area, ja auch nochmal eine Kiste. Und die braucht, glaube ich, 10 Minuten, um zu spawnen. Heißt, die Zeiten, damit die spawnen, wurde erhöht. Aber das ist gar nicht schlimm, Leute. Denn man kriegt deswegen auch mittlerweile viel mehr Gems. Okay, Tatsache, beide brauchen 10 Minuten, um zu spawnen. Okay, das ist interessant. Aber man kriegt jetzt mittlerweile so krass viele Gems. Man kann mittlerweile wortwörtlich innerhalb von 5 Minuten 1 Milliarde Gems farmen. Da gibt es auch mehrere Methoden, um das nochmal zu optimieren. Aber ich alleine kriege es hin, mit diesen Pets hier, ohne irgendwelchen anderen Boosts, innerhalb von 6-7 Minuten 1 Milliarde Gems zu farmen. Das ist ordentlich. Innerhalb von 6-7 Minuten. Das heißt, ich kriege es hin, innerhalb von einer Stunde 5 Milliarden Gems, wenn nicht sogar noch mehr, zu farmen. Und das ohne irgendwelche extra Booster und einfach nur mit diesen Pets hier. Was natürlich aber auch rauskam, ist erstmal diese Diamond Mine Mastery, die sehr wichtig ist. Nämlich, Leute, gibt es einmal die Diamond Mine Mastery und einmal hier nochmal die Daycare Mastery. Und was ihr bei der Diamond Mine Mastery erstmal sehen werdet, ist, dass man erstmal mehr Drops bekommt. Das heißt, man kriegt erstmal, sobald man Level 15 erreicht hat, mehr Gem Drops oder ich weiß nicht, ob das Lootbacks sind oder generell einfach nur Gem Drops. Aber man kriegt auf jeden Fall mehr Gems am Ende des Tages. Egal, ob Lootback oder nur die normalen Drops gemeint sind. Dann kriegt man nochmal ab Level 35 50% mehr Pet-Schaden auf Diamant. Dann ab Level 50 nochmal 50% mehr Drops. Das heißt, insgesamt 75% mehr Drops. Dann bei Level 75 macht man insgesamt 250% mehr Schaden auf die gesamten Sachen in der Diamond Mine. Dann ab Level 99 kriegt man insgesamt 175% Diamond Drops. Und das halt in der Mine natürlich, aber trotzdem. Das ist fast doppelt so viel, fast dreimal so viel sogar. Als wenn man das jetzt auf Level 0 oder wie ich 13 hat. Das ist wirklich ordentlich. Und da hört es auch nicht mal mit den Boosts auf, Leute. Denn wenn wir jetzt erstmal rübergehen, natürlich zur Fantasy Shop Area, sehen wir natürlich, man kann unsere Pets hier verzaubern. Das heißt, theoretisch könnt ihr, wenn ihr Dark Matter Legendaries habt, die besten Dark Matter Legendaries habt, könnt ihr die theoretisch auf Diamond Bag Master verzaubern. Der bringt halt einem, dass man mehr, beziehungsweise ich glaube sogar bessere Diamond Bags bekommt. Ich bin mir nicht ehrlich gesagt sicher, aber ich glaube, der hat einem das gemacht, dass man bessere Diamond Bags bekommt. Deswegen, der ist nicht so gut, aber Royalty ist sehr nice. Das bringt euch natürlich erstmal doppelt so viele Gems pro Pet. Und Multiplayer Madness ist auch sehr OP. Ich glaube, der bringt einem auch mehr Gems aus Multiplikatoren. Deswegen, der ist auch sehr stark. Aber was vor allem nice ist, ist Diamond Bag Luck. Weil entweder Diamond Bag Master oder Diamond Bag Luck, einer von denen auf jeden Fall bedeutet, dass man erstmal bessere Diamond Loot Bags bekommt. Und das ist schon ziemlich ordentlich. Aber die Methode, damit ihr wirklich am meisten Gems rausbekommt, ist wortwörtlich einfach. Erster Schritt, ganz wichtig, erstmal in die Mystic Mine gehen und einfach generell alle eure Pets, wie bei der letzten Methode in der Mystic Mine, auf alle Collectibles draufwerfen. Falls die Kiste gespawnt ist, auch ein Pet auf die Kiste werfen, weil ihr kriegt dadurch 4 Millionen pro Tick anstelle von nur 500.000. Das bringt euch sehr viel mehr Gems. Aber dann packt ihr erstmal alle eure Pets auf irgendein Collectible, auf irgendeine Kiste, ein Geschenk oder auf einen Tresor. Und natürlich am besten noch auf diese große Kiste hier. Dann werdet ihr erstmal sehen, dass ihr mega viele Gems bekommt. Ich werde jetzt erstmal eine Minute warten, um euch zu zeigen, wie viele ich allein mit dieser Methode, mit diesem Setup, ohne irgendwelchen extra Boosts oder Pet-Verzauberungen pro Minute bekomme. Wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt erstmal 420 Milliarden Gems. Und hochgerechnet wären das dann erstmal 70 Millionen Gems pro Minute. Und das nochmal auf eine Stunde gerechnet wären erstmal ganze 4,2
Milliarden Gems pro Stunde. Und das ohne irgendwelche Booster, ohne mit einzubeziehen, dass ich auch Lootbags bekomme, ohne mit einzubeziehen, dass ich mal 100er Diamonds bekomme und so weiter und so weiter. Das ist einfach roh auf eine Minute gerechnet. Und so bekomme ich schon fast 100 Millionen Gems pro Minute. Das ist echt ordentlich. Also wirklich, die Mine wurde echt krass gebufft. Aber es gibt natürlich noch weitere Methoden, um erstmal das zu optimieren und mehr Gems zu bekommen. Und wie gesagt, die beste Methode ist erstmal tatsächlich, die Früchte abzubauen. Denn falls ihr nicht wusstet, Leute, in Petronix gibt es erstmal wieder Früchte. Diese Früchte gab es ja auch bei der April Fools Welt. Und die sind jetzt wieder im Spiel. Das Problem ist aber, die sind nicht so einfach zu bekommen wie beim April Fools Update. Und die halten auch nicht so lange wie beim April Fools Update. Die halten jeweils 5 Minuten pro Frucht. Und das ist nicht wirklich viel. Außerdem sind die sehr, sehr schwer zu finden. Aber eine Methode, um die zu finden, ist die beste tatsächlich. Die werde ich auch euch zeigen. Aber tatsächlich beste und schnellste Methode, um diese Früchte zu sammeln, ist erstmal, ihr geht auf den Privatserver und baut jede Frucht einfach ab, die ihr seht. Falls ihr übrigens fragt, was Ananasse bringen, Ananasse können eure XP verdoppeln oder verdreifachen oder halt generell erhöhen. Ihr könnt ja hier sehen, 1,2 mal mehr XP kriege ich durch diese Ananas. Und das ist schon ziemlich gut. Das heißt, die Diamond Mastery, beziehungsweise die Diamond Mine Mastery, die levelt halt sehr viel schneller und das ist sehr, sehr stark. Aber dann baue ich jetzt mal alle Früchte ab. Okay, Leute, ich habe jetzt erstmal alle Früchte abgebaut, die auf meiner Map waren und ich habe jetzt schon fast mal 4 Diamonds durch die Orangen bekommen. Das ist sehr, sehr gut. Und was ihr jetzt machen wollt, sobald ihr die alle abgebaut habt, ist erstmal, ihr geht wieder hier in die Diamond Welt und macht das exakt gleiche, nur diesmal halt mit den ganzen Früchten. Und was ihr sehen werdet, ist, dass ihr erstmal unglaublich fette Gewinne bekommt. Natürlich solltet ihr auch ehrlich gesagt auf die Diamond-Multiplikatoren eure Pets draufwerfen. Das ist, was ich ehrlich gesagt kaum mache, weil ich das einfach immer vergesse. Achtet einfach mal drauf. Darum kriegt ihr auch nochmal ein paar mehr Gems. Aber Leute, jetzt werdet ihr erstmal sehen, dass ihr in einer Minute 325 Millionen Gems innerhalb von einer Minute. Das wären pro 3 Minuten 1 Milliarde Gems. Und auf eine Stunde gerechnet wäre das sogar 20 Milliarden Gems. Deswegen, Leute, diese Methode ist super OP. Das Problem ist aber natürlich, das müsst ihr ganz wichtig nicht machen. Sobald ihr eure Früchte abgebaut habt, lief nicht eurem Server, beziehungsweise verlasst euren Server nicht, weil sobald ihr den Server verlasst, verliert ihr all eure Früchte. Habt ihr alle gar keine Früchte mehr und das ist sehr schlecht. Außerdem müsst ihr die theoretisch jede halbe Stunde bis Stunde auffüllen, damit ihr immer noch so krasse Profite bekommt. Aber, falls ihr keinen Privatserver habt, zeige ich euch jetzt erstmal die beste Methode, um erstmal die Früchte zu farmen. Nämlich ist es die gleiche Methode, wie es auch letztes Mal war, nämlich entweder in der Pixel Vault Area oder der Kingdom Area. Einfach die gesamten Collectibles hier abbauen und da spawnen auch erstmal schon da die ersten Früchte. Let's go. Ja, aber in dieser Area und einmal in der Cat Kingdom Area spawnen am meisten Früchte. Persönlich mag ich die Pixel Vault Area mehr für die Früchte. Und ich habe auch in dieser Area mehr Erfolg mit den Früchten. Aber theoretisch, das sind die beiden Areas, die ihr abfarmen solltet für die Früchte. Da könnt ihr theoretisch auch mehr als nur 30, 20 oder so Orangen farmen. Aber das dauert natürlich auch länger. Muss man natürlich immer noch sagen. Aber allein, wenn ihr schon 30 Orangen habt, habt ihr auch schon über mal 4. So, um genau zu sein, habt ihr dann erstmal mal 4,2 Gems. Und das ist sehr viel. Das Problem ist aber, es ist sehr langsam. Wirklich, es dauert sehr lange, um die gesamten Früchte zu sammeln, die man braucht. Beziehungsweise, bis die gesamten Früchte spawnen. Gerade habe ich noch Glück, aber es kann tatsächlich passieren, dass ihr Perioden habt, wo ihr wirklich eine halbe Minute lang die ganze Zeit farmt und nicht eine einzelne Frucht bekommt. Aber die Pixel Vault Array ist die beste Area, um erstmal die Früchte zu farmen, Leute. Dann würde ich erstmal sagen, Leute, ich farme erstmal ein paar Orangen. Okay, Leute, ich habe jetzt erstmal eine mal 9er Diamonds Boost geholt. Falls ihr übrigens fragt, Leute, sobald ihr die mal 9 erreicht, bringt jede Orange normal 0,01. Könnt ihr zum Beispiel sehen, ich habe jetzt erstmal 0,03. Jetzt habe ich sogar eine Orange voll. Jetzt habe ich immer noch nur 9,03. Wahrscheinlich braucht ihr dann 2 Orangen, wenn nicht sogar noch mehr, um alleine 0,01 zu bekommen. Aber ihr braucht circa 80 Orangen, damit ihr das Maximale rausbekommen könnt. Theoretisch könnt ihr noch mehr farmen, aber mehr braucht einfach nur viel mehr Zeit zum Farmen. 80 reichen, denke ich, aus. Und wir habt ihr dann einen mal 9er Multiplikator. Und wir werden jetzt mal sehen, wie viel ich jetzt bekommen werde pro Minute. Das wird echt unglaublich krass sein. Okay, Leute, ich sag euch echt, das ist nicht mehr witzig. Ich habe gerade in der letzten Minute über 1 Milliarde Gems bekommen. Wie kann das sein? Also, Leute, nehmt ihr wirklich diese 10, 20 Minuten Zeit, denn dann könnt ihr mit euren Orangen erstmal, beziehungsweise durch eure Orangen pro Minute 1 Milliarde Gems farmen. Ey, das ist echt lächerlich OP. Sag ich euch so, wie es ist. Ich komme echt nicht drauf. Klar, das ist viel zu OP. Das bedeutet, wenn ihr Glück habt und Leute die billigen Hellrocks immer noch verkaufen, könnt ihr wortwörtlich nach 10 Minuten euch einen Huge Hellrock holen. Oder halt nach 10 Minuten ein Exclusive wegholen. Das ist echt gottlos. Ey, das ist wirklich ehrenlos OP. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich krieg wortwörtlich wegen den Orangen gerade 1 Milliarde Gems pro Minute. Das ist viel zu krass. Okay, Leute, ich bin jetzt erstmal wieder in Petronix drin und ich habe erstmal 100 Milliarden Gems gesammelt. Und die habe ich gar nicht mal lange gebraucht, um zu sammeln. Ich glaube, insgesamt habe ich für 80 Milliarden Gems exakt eine Stunde
Stunde gebraucht. Bedeutet für 100 Milliarden, das brauche ich circa 1 Stunde und 20 Minuten, würde ich sagen. Deswegen, das ist echt ordentlich, wie schnell das geht. Ich habe jetzt einfach schon 100 Milliarden Gems und ich kann mir wortwörtlich einfach diese gesamten Quest-Decks kaufen. Ich kann mir sogar wohl für eine Huge Pumpkin Cat in Gold kaufen. Das ist krass. Und das durch nicht mal langem Farmen. Wie gesagt, das hat mich anderthalb Stunden lang gebraucht. Ich kann wortwörtlich mir jetzt jede Scary Cat, Huge Scary Cat von dem Brich hier kaufen. Da will ich aber gucken, was will ich denn hier kaufen, Leute? Das würde mich jetzt interessieren, weil alles, was ich jetzt kaufe, wird, denke ich, Profit sein, außer Pet oder X nerft es. Aber ich glaube, ich kaufe mir erstmal zweimal diese Quest-Eggs. Oh, der verkauft sich für sogar 3,7 B. Ich glaube, ich kaufe erstmal seine Eggs. Und komm, ich biete sogar hier 11 Milliarden Gems für dieses Exclusive-Egg 12 oben. Außerdem kaufe ich mir einfach mal jetzt eine Huge Leprechaun-Cat. Warum denn nicht? Ich meine, wie gesagt, ich kann innerhalb von anderthalb Stunden maximal mir einfach 100 Milliarden Gems erfarmen. Das ist wirklich unglaublich. Und ich denke mal, ich kaufe als nächstes erstmal nochmal diese beiden Huge Scary Cats. Und dann soll ich auch nur noch bei circa 2 Milliarden Gems sein. Let's go. Kaufen wir nochmal die zweite Huge Scary Cat. Und das ist auch, was ich euch empfehlen würde, wenn ihr die gleiche Methode macht, Leute. Gebt sofort die Gems aus. Aber nicht für ehrenlose Preise, sondern für vernünftige Preise. Genauso wie ich das mache. So für normale Preise halt. Weil dann seid ihr sicher, dass ihr richtig viele Profite macht. Weil ich denke, in der kommenden Woche werden die Preise extrem steigen wegen dieser Methode. Aber dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß, diese Methode nachzumachen.